fährt denn noch voran nach Schöneberg. Und hat den Raufkammer in Richtung Norden entgegengesetzt, der so einen Rill. Also, ich glaube, mein Fotografieren endet jetzt hier. Und wir sehen uns morgen nach um 12, dann vielleicht noch. Ich denke, so gegen 12 rum werde ich denn da, ja, finde ich dich da irgendwo. Was denkst du? Gerade um 12, aber ein bisschen später. Ja, macht ja nichts. Ich sag dir, das ist mein Uhrzeit hier. Ja, am Ende des Bahnsteigs haben wir wieder gekommen. Wir können uns noch mitnehmen. Geh doch mal das Dach ab und
glaube, hier ist immer noch mal, wenn sie anhält. Dann stellen wir da ein. Dann kannst du wieder zurück. Ah, ja. Soll ich dir helfen, alter Mann? Geht schon, Kies, da danke dir. Kommst du morgen rüber, ja? Genau. Ja, das ist halt, weil ich aus Möckern nicht offen wegkomme. Hätte ich 8:30 Uhr von Möckern gefasst. Hast du nicht Angst, dass du auffällst? Der Wasser. Ja. Ja, wenn man auch noch wieder ist, dann muss ich auch was haben. Ja, guck mal, mach doch hier Plätze. Ja, was machst du? Thank you.
Oder Klitschmischung, die bremsen dann von den Anhängern. Hauptbahnhof, dort werden wir um 14.16 Uhr ankommen. Vorab werden wir auch nochmal einen Aufenthalt in Magdeburg-Rüdenburg haben. Dort werden wir an keinem Bahnsteig stehen. Somit bleiben dann auch die Türen bitte geschlossen. Keiner versucht da irgendwie aus- oder einzusteigen. Und bitte auch nicht an den Fenstern rauchen und so weiter, da dies ein historischer Sonderzug ist und da kein Rauchen gestattet ist. Nee, nochmal kommt er nicht vorbei. Nee, aber hier. Komm wieder. Ist auch hübsch. Ja, drei. Okay, der Betreiber kommt. Und okay. Dann dort nach Heinsleben nochmal hinfahren.
Nicht mehr ganz, ein paar Kilometer hat sie schon weg, aber am 4. Mai ist es zugelassen. Ja, das ist neu.